Servus und hallo zurück zu The Quarry. Filmmodus. Ja, die letzte Folge. Weiß auch nicht. Hat wirklich spannend angefangen. Am Schluss, die Schrottplatz-Szene war so ein bisschen. Nee. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie immer sage ich bei der Folge nichts. Am Ende der Folge vielleicht so ein paar Gedanken, je nachdem, was passiert. Also, mir gefällt es bis jetzt sehr gut. Hoffe euch auch. Jetzt habt ihr die Klappe und weiter geht's. Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Oh, jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Ob ich ein bisschen Schutz bekommen kann? Kannst du vergessen? Bitte? Nein, ich stehe hier auf dem Präsentierteller. Aber du bist tough, ich bin weich. Wenn etwas angreift, erschieße ich's, okay? Du musst dich auf deine Aufgabe konzentrieren. Du kriegst das hin. Gut, okay, gut. Na gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Willkommen zurück, Greifer. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler. Shit. Okay. Okay. Dann mal los jetzt. Großartig! Ja, ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer! Beeil dich, Sandra!
Melde dich als Betreuer im Sommercamp, Abby. Da lernst du besser mit Menschen umzugehen, hast jede Menge Spaß und findest Freunde fürs Leben. Ich habe es so satt, wenn man mir sagt... Was mache ich jetzt? Hallo? Ist da jemand? Hoffe, das hält. Licht aus. Der Jäger muss hier gewesen sein, bevor er uns angegriffen hat. Falltür. Mal sehen, ob sie hier durchkommen. Mann, das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Dir geht's bald besser. Cool. Ich fühle mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Na, egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fein. Hm. Was ist das? Beweis, dass wir richtig sind. Sieh an. Ja, dass ich dich besser sehen kann, mein Herz. Sch. Vorsichtig. Yep. Was war das? Ich denke... das ist Chris Hackett. So ein Arschloch. Brian. Thank you.
die Waffe! Dass sie mich verschont haben. Ja, gleichfalls. Und was nun, sind alle wieder normal? Was? Oh. Du denkst, es ist vorbei? Das ist es nicht. Ich versteh's nicht. Chris ist tot. Chris war nicht der Erste. Das ist unmöglich. Caleb. Kaylee. Das tote Mädchen. Ihr Bruder. Was? Caleb biss Chris und Kaylee. Chris wollte sie nur beschützen. War ein guter Mann, mein Bruder. Aber wer biss Caleb? Silas. Verfolge ihn seit Jahren. Er ist ein Streuner, Rumtreiber. Er war schon lange nicht mehr hier, aber wir hofften, wir könnten es beenden. Zwischendurch gab es Sichtungen an der Küste. Ein wildes Albino-Kind. Großer weißer Wolf. Weißer Wolf? Was? Was sagst du? Wo? Wo hast du ihn gesehen? Hey, an den, oh! An den Hütten, früh am Abend. Okay. Okay. Okay, ergibt Sinn. Alles ergibt Sinn. Er ist seit Monaten zurück und er lief euch vors Auto vor 2 Monaten. Helft mir. Helft mir. Wir können Caleb retten. Wir können den Rest meiner Familie retten. Wir können denen helfen, die noch leben. Wieso soll ich ihnen trauen? Ich will nicht, dass du mir vertraust. Ich sag dir, wir beenden das. Wir töten Silas und allen geht's besser. Jedenfalls denen, die noch leben. Okay, okay. Und wo sollen wir ihn finden? Ich weiß genau, wo wir ihn finden. Okay, los geht's. Okay. Das heißt nicht, dass ich vergebe, was Sie getan haben. Ich verstehe. Und kann ich bitte was zum Anziehen kriegen? Laura!
Blut. Scheiße, wie komme ich jetzt runter? Na, jetzt weiß ich's. Wo sind meine Klamotten? Ich glaub das alles nicht. Okay. Jetzt suche ich Laura. Also war sie hier. Viel besser dran gewesen im Harbinger Motel. Oh fuck! Oh nein! Okay, gut. Ich hoffe, Sie sehen, dass das Camp zu ist und versuchen es beim Hotel. Oh. Okay. Okay, Caitlin. Es regnet ständig heute Nacht. Die wissen, dass du hier bist. Sie kommen wieder, sobald es geht. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Okay, ich brauche einen besseren Überblick. Sicher ist sicher. Besser. Ich sehe dich, Wichser. Erinnert mich an Mr. H.'s dämliche Ansagen. Wow. Kaputt. Oh.
Showtime, Motherfucker. Was für eine Scheißnacht. Das tut mir einfach unfassbar leid. Tut es so leid. Fuck. Ich wollte nur noch eine Nacht mit dir. War das zu viel verlangt? Shit. Vom Eulen wird's nicht besser. Was soll ich denn jetzt tun? Komm schon, Abby. Reiß dich zusammen. Bald ist morgen. Was war das? Wie konnten sie nur? Wie kann man 2 Unschuldige, ohne mit der Wimper zu zucken, 2 Monate einsperren? Das ist ziemlich kalt, Mann. Das war notwendig. Nicht zu vermeiden. Wow. Was ein Arsch. Es war notwendig? Sie stahlen 2 Monate meines Lebens. Veränderten mich. Ich werde nie, nie wieder die Alte sein deswegen. Aber ich mache weiter. Werde heilen. Aber Sie müssen mit Ihren Taten leben. Die Vergangenheit tut nichts mehr zur Sache. Das ist völliger Quatsch. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Mit einem verwilderten Jungen, der zum Werwolf wurde und die letzten 6 Jahre nicht zu fassen war. Wir haben alles versucht. Jeden Vollmond haben wir ihn gesucht. Jedes Mal. Jetzt ist dieser Hurensohn endlich hier. Das ist meine Chance, die Sache endgültig zu beenden. Woher wollen Sie wissen, wo er ist? Wie sollen wir ihn finden, wenn wir einfach mitten auf der Straße fahren? Oh. Thank you.
wegkommen! Er kann nicht sehr weit sein. Sehen wir uns um. Sind Sie irre? Sind wir schon da? Du bist okay. War schon besser, aber ja. Hier drüben. Hier ist Blut. Führt da lang. Was zur Hölle war hier los? Wow. Hier sind wir vor 2 Monaten von der Straße. Jetzt überlegst du, ob du mir das Hirn wegschießt. Okay. Nur zu, ich wehr mich nicht. Was? Wir maskieren uns sonst mit Wolfsblut, aber meins ist alle. Ist riskant. Wir könnten sterben. Seid ihr bereit? Bringen wir es hinter uns. Los, Team. Es war's für diese Folge. War ordentlich was los. Es bleibt spannend, ne? Ich denke, es geht ganz langsam ein Ende zu. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.